Und hiermit ein herzliches galaktisches Hallöchen bei Mass Effect 2 mit Starly Shepard und Kelly. Die guckt mich schon so an. Sie begrüßt euch auch. Jetzt guckt sie wieder weg. Ich habe übrigens noch mein Kleidchen an. Das werde ich hier auch getragen halten. So steche ich mehr raus. Aus den ganzen Crewmitgliedern. Schönes. Oh, ich schreie so. Muss man ein bisschen leiser machen. Wo muss ich denn jetzt hin? Ah ja. Geh mal wieder. Flieg mal wieder, meine. Stoff zur Hälfte verbraucht. Ja, ja. Ich flieg mal wieder zu. Mein Gott. Hier lang! Geht doch. Flieg mal ins Massenportal. Oje, 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 oje. Was machen wir denn jetzt hier? Die Gefangenen rekrutieren, Schmuggelfach. Wir fliegen mal hier hin. Und dann werden wir mal die Gefangene rekrutieren. Gefängnis Purgatory. Die Purgatory, Eigentum der berüchtigten Söldnergruppierung. Lusanz war früher ein Archenschiff, auf dem Nutztiere gehalten wurden. Heute ist es ein Gefängnis für alle, die im Kampf gefangen genommen oder von skrupellosen Politikern unter dem Deckmänteln Subcontracting und Outsourcing verkauft wurden. Es gibt Gerüchte, die Blue Suns würden besonders befähigte oder durchtrainierte Gefangene batrianischen Sklavenhändlern übergeben. Aber kaum ein Zeuge derartiger Transaktion hat lange genug überlebt, um davon zu berichten. Angeblich beträgt die Population an Bord 4350. Aber unabhängige Journalisten gehen infolge bewusster Überbelegung von der dreifachen Menge aus. Gut, dann werden wir jetzt mal da andocken und werden dann die Gefangene rekrutieren. Ja, wen nimmt man jetzt mit? Ich nehme sie mit auf jeden Fall. Mit zu führen. Ach, das war halt jetzt mal eine Trio, ein Weiber-Trio. Automatisch. Wir sind da. Dann reden wir mal mit dem Gefängniswärter. Willkommen auf der Purgatory, Shepard. Ihr Paket wird vorbereitet und Sie werden es in Kürze erhalten. Es handelt sich hier um ein Hochsicherheitsschiff. Daher müssen Sie Ihre Waffen abgeben, bevor wir weitermachen. Ich werde eine Kugel abgeben. Wohin wollen Sie sie haben? Alles weggetreten. Commander, ich bin Direktor Carroll. Das ist mein Schiff. Sie erhalten die Waffen zurück, bevor Sie das Schiff verlassen. Bitte verstehen Sie, das ist unser Standardverfahren. Und mein Standardverfahren ist, die Waffen niemals abzugeben. Lassen Sie sie durch. Unsere Einrichtung ist sicher genug, um mit drei bewaffneten Gästen zurechtzukommen. Wir holen Jack aus der Kryo. Sobald die finanzielle Seite geklärt ist, können Sie aufbrechen. Folgen Sie mir bitte wegen der Übergabe zur Entlassungsstelle, Commander. Gehen wir. Zellenblock 2.
Wie Sie sehen, halten wir die Population unter strikter Kontrolle. Jede Zelle ist eine eigenständige modulare Einheit. Ich habe zum Beweis mal ein paar durch die Luftschleusen geblasen. Das Schiff besteht aus 30 Zellblöcken wie diesem hier. Bei uns leben Tausende von Verbrechern. Wir können in kürzester Zeit die gesamte Anlage abriegeln. Hier geht nie etwas schief. Können Sie mir etwas über Jack erzählen? Hat Cerberus Ihnen nichts gesagt? Jack ist die übelste Mischung aus Gewalt und Hass, die mir je begegnet ist. Gefährlich, verrückt und sehr mächtig. Sie werden es noch früh genug selber sehen. Wie sind Sie zum Direktor dieses Schiffes geworden? Ich war Gesetzeshüter auf Palavan und hatte es satt, dass Verbrecher in die Galaxie geflohen sind, um dort weiter ihre Untaten zu verüben. Kopfgeldjäger sind einfach nicht verlässlich. Irgendwann kam mir dann die Idee, wenn die Verbrecher im Weltraum bleiben, wird die ganze Galaxie sicherer. Sie machen das also, weil Sie es für nötig halten? Jeden Tag sehe ich die schlimmsten Auswüchse von intelligentem Leben. Regierungen sind lasch und scheuen harte Entscheidungen. Jemand musste sich erheben und für die Sicherheit in der Galaxie sorgen. Eine so große Population im Weltraum zu versorgen, ist sicher nicht billig. Wir können an Ecken einsparen, die Regierung nicht mal kennt. Und jeder Gefangene bringt zudem eine Gebühr, die sein Heimatplanet bezahlt. Diese Leute sind gewalttätig. Und ihre Heimatplaneten lassen es sich etwas kosten, dass wir sie hier behalten. Was geschieht, wenn der Heimatplanet die Zahlung verweigert? Wir erklären, dass wir den Gefangenen ohne diese Hilfe nicht länger verwahren können und dazu gezwungen sind, ihn auf seinem Heimatplaneten freizulassen. Genauer Ort und Zeit können nicht genannt werden. Also eine Art Schutzgelderpressung. Sie müssen meinen Methoden nicht zustimmen, aber Sie sollten meine Beweggründe nicht in Zweifel ziehen. Das sind verabscheuungswürdige Leute. Und ich halte sie unter Verschluss. Machen wir weiter. Es ist bestimmt die Hölle, hier einen Fluchtversuch zu unternehmen. Wir sind im Weltraum. Sie können nirgends hin, das wissen Sie. Dennoch lassen wir höchste Vorsicht walten. Schließlich handelt es sich um gefährliche Individuen. Wir haben viele Möglichkeiten, die Population zu kontrollieren. Ich lasse mir bestätigen, dass die Bezahlung durch Cerberus erfolgt ist. Die Entlassungsstelle ist einfach hier die Halle runter. Gehen Sie einfach an den Verhörzimmern und dem Supermax-Flügel vorbei. Ich stoße später zu Ihnen, Shepard. Also meine Aufgabe ist jetzt zur Entlassungsstelle zu gehen. Und die Gefangene, die wir holen sollen, heißt Jake oder Jack. Jack. Ne? Ja. Und sie soll sehr gefährlich sein. Ja, ist doch gut für unsere Crew. Was sollen wir hier mit? Diese kranken Freaks. Kann ich etwas für Sie tun? Es gibt keine Entschuldigung dafür, einen Gefangenen zu schlagen, der sich nicht wehren kann. Das ist eine sanfte Massage verglichen mit dem, was seine Opfer durchmachen mussten. Das war keine Frage. Sie befinden sich in einer Hochsicherheitsanlage. Überall sind Kameras und Schusswaffen. Und trotzdem bedrohen Sie mich? Die Kameras und Schusswaffen sind nicht schnell genug, um Sie zu retten. Ach ja? Ich sagte, Sie sollen aufhören. Lassen Sie ihn. Zumindest für den Moment. Geht doch. Ich komme nachher wieder und gucke, ob er weiterhin geschlagen wird. Mann. Hier ist was los. Oh, hallo. Hey, Leute hier drüben. Darf ich eine Frage stellen? Natürlich, Gefangener 780. Wenn Sie Gefangene kaufen, wie wär's dann mit mir? Mann, mir ist egal, wo Sie mich hinbringen oder was Sie mit mir machen. Alles ist besser als das hier. Wir sind wegen Jack hier. Jack? Vergessen Sie, was ich gesagt habe. Mit Ihnen gehe ich nirgendwo hin. Ich dachte, das hier wäre ein Gefängnis und kein Markt. Manche Leute kaufen Gefangene, weil sie selbst mal jemanden bestrafen wollen, wenn sie verstehen. Der Direktor verkauft uns an jeden, der genug bezahlt. Mhm. Warum wird dieser Gefangene verhört? Weiß er irgendwas? Nein, das ist Bimmy. Der weiß überhaupt nichts.
Gestern hat er in den Duschen einen umgelegt, glaube ich. Das Opfer war für den Direktor eine Menge Kohle wert. In Benis Haut möchte ich jetzt nicht stecken. Sie nehmen ihn ziemlich hart ran. Wird da nicht auch mal ein Gefangener versehentlich umgebracht? Davon habe ich noch nie gehört. Wenn wir tot sind, kann der Direktor kein Geld mehr mit uns verdienen. Eins ist witzig. Je mehr ein Wachmann prügelt, desto bösartiger wird er. Deshalb gibt's ein Rotationsverfahren. Weshalb sind Sie hier? Ich habe ein paar Leute umgelegt. Aber nur 20 oder so. Und ich habe einen Standort in die Luft gejagt. Kleinigkeiten im Vergleich zu den meisten anderen hier. Nur 20. Erzählen Sie mir mehr über Jack. Der größte Ärger, den Sie je gesehen haben. Gemischt mit einer Portion Wahnsinn und viel zu viel biotischer Energie. Mehr sage ich dazu nicht. Wie ist es hier drin? Ziemlich übel. Und du musst höllisch aufpassen. Verdammt. Irgendeiner ist immer hinter deinen Sachen her. Deinen Zigaretten, deinen Klamotten, deinem Stolz. Ich habe seit 3 Monaten nicht mehr geduscht. Ja. Ich muss jetzt gehen. Ich wünschte, ich könnte gehen. Er hat seit 3 Monaten nicht mehr geduscht. Naja, der Arme, das ist schon blöd, natürlich. Ja. Oh, da ist ja noch ein Gefangener. 403. Ich höre schon die Schreie in meinem Kopf. Hübsch. Wirklich. Okay, der ist Banana. Ist jetzt nicht wo lang. Ich geh mal hier. Zur Entlassung durch die Tür auf der anderen Seite des Raums. Ja, ich guck mich doch hier nur um. Hat doch immer hier, was hier sein soll. Tut mir leid, Shepard, aber als Gefangener sind Sie wertvoller als Kunde. Lassen Sie die Waffen fallen und begeben Sie sich in diese offene Zelle. Ihnen wird nichts geschehen. Da reden Sie von Ihren edlen Absichten mit diesem Gefängnis. Und dann entpuppen Sie sich als Verbrecher wie alle anderen. Systeme aktivieren. Na. No. So grün. Wow. So Krystase gehen. Ach, die sind ja schon down. Mann, sag mal, ich kann eine andere Waffe. Nee, die nicht. Die, genau. Die will ich haben. Da ist ja noch jemand. Ich kann das Ziel nicht erreichen. Den Boden. Was habe ich denn hier noch alles? 5. Verstärkung zur Entlassungsstelle. Shepard läuft frei um. Jetzt unter schwerem Beschuss. Mal, dass die mal explodieren müssen. Na komm. Kann sie nicht ins Visier nehmen? So, ja. Ist ja gut. 3, 4, was hatten wir noch? Ah. So. Was? Der ist tot oder nicht? Los geht's. Oh, das sind ja noch mehr. Oh. Gehe in Deckung. Was?
Schon unterwegs. Ich gehe rein. Sehr schön, meine Mann. Ja, auch immer das war gerade. Komischer Techniker, Arzt, was auch immer. Hier, gleich muss ich. Hier muss ich gleich ran. Aber erstmal. Okay. Tut mir ja leid, ne? Aber Sicherheitssteuerung der Purgatorie. Wenn wir uns in die Kontrolltafel einhacken, öffnet sich jede Tür im ganzen Zellenblock. Es ist der einzige Weg, Jack da rauszuholen. Ich mach schon. Bereithalten. Boah, ey. Wir müssen da runter. Ja, ey, so was brauchen wir. Geil, so was brauchen wir in unserer Gruppe hier. Guck mal, wie viele Max die zerstört im Alleingang. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Bestimmt, bestimmt. Ja, gute biotische Kräfte auf jeden Fall. An alle Wachen! Ordnung wiederherstellen! Tödliche Methoden genehmigt! Aber nicht Jack umlegen! An die Jack! Ausfall der Lebenserhaltungssysteme in den Sektoren 7, 9 und 11. Keine Überlebenden. Bestätige. Los geht's. Hallo, zumindest ist ihre Spur leicht zu verfolgen. Und geht denn hier nicht runter? Hallo? An alle Gefangenen! Gehen Sie zurück in Ihre Zellen! Sonst öffne ich sämtliche Luftschleusen auf diesem Schiff! Ich habe ja leider meine. Aktiviere Waffen. Ich habe ja leider meine. Na, wie heißt es? Meine Bomben-Dingsabumsane. Was? Werkschaden führt zu Überlastung. Kernsystemausfall steht unmittelbar bevor. Guck hier nochmal um, ob hier noch irgendwas Wichtiges ist. Munition ist schon mal ganz gut. Dann müssen wir auf jeden Fall hier raus. Da liegt noch was. Schrotflinte. Ah ja, Schaden. Naja. Nice, nice. Hier ist jetzt nichts weiter, was ich mitnehmen kann, ne? Doch, hier. Hier die Haarhecken. Ach ja, das schon wieder. Ähm.
Was jetzt? Ach, das ist da hinten. Obwohl, hier ist auch noch was. Und dennoch was lila nicht. Yay. Beenden. 4500 Credits. Ihr habt gut Kohle gehabt. Gehabt. Brauchst du jetzt eh nicht mehr. Ich meine, ich tue ja auch plündern bei Leichen. Oder bei Opfern oder wie auch immer. Aber mich beschweren bei Mordin da. Mordin. Nö. Jetzt ist keine Zeit zum Sterben. Ja, jetzt mal hier hin. Unterwegs. Gehe in Deckung. Alles klar. Alle beschädigt. Sektoren 12, 14 und 30. Keine Überlebenden. Okay. So. Ist doch alles dasselbe. Nee, ist es nicht. Woher standest du da hinten? Sehen Sie das? Hä, warum macht die nichts? Geh auf Topstation. Küss den Boden. Na, küss den Boden, ey. Ach, da will ich da ja nicht. Das ist schon wieder so ein Vieh hier. Oh Mann, steh doch mal auf. Komm, steht Linie auf. Oh, Scheiße. Oh, oh. Ich bin gleich dort. Wieso kann ich mich denn hier nicht... Ach, drei. Mann! Check.
Ja! Sehr gut. So, jetzt gucken wir hier noch ein bisschen. Toter Gefängniswärter da durchsuchen. Ansonsten ist hier nichts weiter. Dann können wir ja hier durch die Tür. Ist hier überhaupt eine Tür? Ja, dann hier raus. Alle Wachen zu Zellenblock 1. Ah, starte Umgehung. Hier und da und hier und hier. Hey! Sie haben uns gesehen. Wer? Ja. Wir sind doch ja nicht drin. Sie sind wertvoll, Shepard. Wenn ich sie verkaufe, dann könnte ich leben wie ein König. Aber sie machen zu viel Ärger. Wenigstens kann ich Jack wieder einfangen. Das glaube ich kaum. Sie sind ein mieser Sklavenhändler und ich habe dafür keine Zeit. Ich erledige die unangenehmen Sachen, die Regierungen abwälzen. Es ist zum Wohl der Galaxie. Oh, geht ja weiter hier. Wir mal hier hoch. Das dürfte ihre Systeme stören. Na hoch mit dir. Tarne mich. Okay. Gerade bin ich nervös. Nehmen Deckung. Geht doch mal da weg, ey. Der ist doch gleich am Ende hier. Ey. Was zum Teufel wollen Sie? Ich habe gerade Ihren Arsch gerettet. Er war schon tot. Er wusste es nur noch nicht. Also, was zum Teufel wollen Sie? Mein Name ist Shepard und ich bin hier, um Sie von diesem Schiff zu bringen. Ich gehe mit Ihnen nirgendwo hin. Sie gehören zu Cerberus. Ich bin hier, um Sie um Hilfe zu bitten. Sie tauchen in einer Cerberus-Fregatte auf, um mich irgendwo hinzubringen. Halten Sie mich für bescheuert? Dieses Schiff wird in Flammen aufgehen. Wir können Sie in Sicherheit bringen und bitten um Ihre Hilfe. Wir könnten Sie bewusstlos schlagen und einfach mitnehmen. Versuchen Sie es ruhig.
Hä, wieso hatten, wie heißt denn noch? Was schwarzet jetzt an? Die hat ja ganz weit rotet an, ja. Oder es liegt daran wegen der Sequenz. Wir werden sie nicht angreifen. Gute Entscheidung. Wenn Sie wollen, dass ich Sie begleite, müssten Sie mir schon was anbieten. Woran wären Sie denn interessiert? Ihr Schiff hat sicher jede Menge Cerberus-Datenbanken. Ich will Einsicht. Ich will wissen, was Cerberus über mich weiß. Wenn Sie mich im Team wollen, lassen Sie mich die Datenbanken durchgehen. Ich gebe Ihnen vollen Zugriff. Shepard, dazu sind Sie nicht autorisiert. Oh, das ärgert den Cheerleader. Wird ja immer besser. Sie sollten besser aufrichtig mit mir sein. Warum zum Teufel stehen wir dann noch hier rum? Gehen wir. Die hat Opa Ding Severus. Gut, wir haben jetzt Jack. Wir haben jetzt die Gefangene Jack. Gefangene mit dem Namen Jack für das Team rekrutiert. Parat an Shepard durch Purgatory. Nicht hinnehmbar. Konnte Geldüberweisung zum Glück zurückbuchen. Muss möglicherweise Schritte gegen Blue Suns einleiten, um Konsequenzen von Einmischung zu demonstrieren. Schadensersatz. Schadensschutz meine ich. Schild-Upgrade. Forschungscomputer. Credit. 1000. Was? Wenig? Ich hatte doch ein bisschen. Ach nee, 15.000. Insgesamt 30.000. Element Zero 500. Okay. Schließen wir aber den Bericht. Vielleicht kommt ja noch was Kleines. Ein kleines Gespräch mit der Jack. Passive Klassenfähigkeiten verbessern Kampfeigenschaften, erhöhen das Tempo. Willkommen auf der Normandy, Jack. Ich bin Miranda, Shepards Stellvertreterin. Auf diesem Schiff werden Befehle befolgt. Sagen Sie dem Cerberus-Cheerleader, sie soll Abstand halten, Shepard. Ich bin nur wegen unserer Abmachung hier. Abstand? Warum? Haben wir hier ein Virus? Sie bekommt die Dateien jetzt. Sie warten auf ihre Dateien. Ach ja. Miranda gibt Ihnen Zugriff aufs System. Lassen Sie mich wissen, was Sie finden. Hören Sie das, Schätzchen? Wir werden Freundinnen. Sie, ich und jedes peinliche kleine Geheimnis. Ich bin dann unten im Frachtraum oder irgendwo an der Unterseite und lese. Ich stehe nicht so auf Durchgangsverkehr. Halten Sie Ihre Leute von mir fern. Ist besser so. Okay, das war's denn. Jack rekrutieren. Sie will auf jeden Fall auf unsere Daten zugreifen. Ja, warum nicht? Kann sie ja tun. Aber ich keine Bedenken mit. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zusehen. Bis morgen. Roger and out.